Untersuchungen von Abwasser haben in Frankreich die verstörende Wahrheit ans Licht gebracht. Gleich mehrere Varianten des Coronavirus breiten sich zurzeit in vielen Landesteilen scheinbar ungehemmt aus. Überwiegend handelt es sich um die englische Mutation. Ein heftiger Ausbruch im Departement Moselle an der deutschen Grenze ist aber vor allem auf die Varianten aus Südafrika und Brasilien zurückzuführen. Wenn wir eine Kartografie haben, wenn wir Sektoren identifizieren können, in denen es vielleicht mehr Varianten, mehr Covid-Fälle gibt, werden wir natürlich unsere Tests verstärken. Wir werden die Bevölkerung warnen und wir werden den Schutz der Menschen verstärken. Ein weiteres Ausbreitungsgebiet der englischen Variante liegt im Raum Dünkirchen nahe der belgischen Grenze. Der Bürgermeister von Dünkirchen klagt über die Passivität der Zentralregierung und befürchtet, dass die Mutation auf angrenzende Gemeinden überspringen wird. Heute haben wir im Gebiet von Dünkirchen einen Anteil der britischen Variante unter den positiven Covid-Fällen von 80%. Und da die Variante hochgradig ansteckend ist, hat sie die Zahl der Covid-Fälle in unserem Gebiet explodieren lassen und unsere Krankenhausbetten sind jetzt belegt. Das Europäische Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten, ECDC, im schwedischen Solna erklärte, dass sich der Impfbeginn in Europa noch nicht positiv auf die Sterblichkeit durch Covid-19 oder die Zahl der Krankenhauseinweisungen ausgewirkt habe. Die Ausbreitung der ansteckenderen Varianten erfordere umgehende, starke und entschiedene Maßnahmen der einzelnen Gesundheitssysteme, so das ECDC. Ferner könne sich eine generelle Pandemie-Müdigkeit negativ auf die Akzeptanz bereits bestehender Corona-Maßnahmen auswirken.